Vor genau 40 Jahren vollbrachte der SV St. Veit ein bemerkenswertes Kunststück, den Aufstieg in die erste Division. Anlässlich dieses Meilensteins versammelten sich die ehemaligen Spieler und Beteiligten beim Weingut Dagenbrunn, um auf dieses außergewöhnliche Ereignis zurückzublicken. Ja, damals natürlich das letzte Spiel, wo wir dann im Wattensee den Aufstieg geschafft haben und dann nach Hause gekommen sind, wo wir wussten, wir sind Meister geworden, wir sind also zählen zu der Crème de la Crème in Österreich mit diesem kleinen Kader, den wir gehabt haben. Das war schon einzigartig und das war schon, werde ich nie vergessen. Die erste Bundesliga-Saison hat natürlich, leider Gottes, eben nur ein Jahr gedauert, aber der Start war natürlich sensationell. Wir haben zu Hause Fürstlinz geschlagen, sind dann noch zu Wacker Innsbruck gefahren, haben dort einen Punkt gemacht, waren dann kurzzeitig auch Tabellenführer. Aber die Mannschaft war, oder wir hatten einfach, der Kader war zu klein. Wir haben ja praktisch alle immer gearbeitet, auch noch daneben. Das ist schon zum Hervorheben und deshalb ist der Erfolg eigentlich umso mehr zu würdigen, muss ich sagen. Und deshalb freut es mich ganz besonders, dass wir heute in dieser Runde zusammenkommen und die alten Hautigen wieder sehen können. Einige haben sich wirklich verändert, aber die meisten sind so von der Tue her und so erkennt man natürlich die Leute wieder sofort. Der Aufstieg war sicher das Highlight und dann gegen die größten Spielen, wie zum Beispiel Herbert Prohaska, Hans Krankl und so weiter, das war sicher die größten Events seinerzeit. Es ist natürlich großartig, dass man nach so langer Zeit wieder alle Spieler sieht und manche hat man gar nicht mehr erkannt, ja, und sich erinnert an eine schöne Zeit des Aufstiegs und auch dann die ganze Saison in der ersten Division. Klaus Mitterndorfer, damals selbst ein junger Fußballbegeisterter, erinnert sich noch ganz genau an dieses Ausnahmejahr. Ja, es war nicht nur das Aufstiegsjahr, was ganz was Großartiges war, sondern die Spieler und das Trainerteam, das heute da zusammengekommen ist zum Jubiläum, das hat damals in dem Jahrzehnt, möchte ich fast sagen, im Bezirk St. Veit, und ich war damals ganz ein junger Bursche, wirklich vorbildhaft auf unzählige junge, fußballbegeisterte Buben gewirkt. Es war immer ein soziales, gesellschaftliches Highlight in der Prinzhofer Straße, diese spannenden Spiele. Und die Spieler haben jetzt nicht nur im sportlichen Bereich was Einzigartiges erreicht, sondern sie haben auch dazu beigetragen, dass sich junge Burschen entwickelt haben, dass die zum Fußball gekommen sind, dass die dann in weiterer Folge eine sinnvolle Lebens- und Freizeitgestaltung gehabt haben. Und so gesehen haben die wirklich gesamthaft was ganz was Großartiges zur damaligen Zeit im Raum Kärnten und insbesondere im Bezirk St. Veit geleistet.